Moin Moin, mein Name ist Heinrichter Löwe und willkommen zurück zu Grounded. Hinter uns ist irgendwo die Mathilde. Hallöchen! Ja, also ab zurück zum Teich. Genau, wir brauchen Seerosenwachs, wir brauchen Ruderwanzenflossen, damit wir uns was zum Schwimmen bauen können. Wir brauchen Zeug, Zeug, Zeug. Und Seegras brauchen wir auch. Ja. In der Hoffnung, dass uns der Koi nicht frisst. Ich gehe erstmal was trinken. Mach das. Ah, da ist was. Ich frage mich, ob das Seegras das ist, was hier so rumschwimmt. Nein. Wäre praktisch gewesen. Aber bestimmt am Rand ist es. Und Seegras können wir dann bestimmt auch noch analysieren. Warte. Naja, Seerosenwachs konnte ich nicht, aber das hattest du wahrscheinlich schon gemacht. Huch, was ist das? Ja, ja. Da sind so eine lustigen Bälle. Das sieht aus wie so hier, wie heißen sie gleich? Luftblasen. Ja, oder ich weiß nicht, ich schaue mir die mal genauer an. Das ist Dreck. Ah, so ein Belüftungszeug könnte das sein, meinst du, oder? Ja, Atemluft. Würde ich tippen. Ich hab's jetzt nicht auf dem Schirm hier und seh's nicht, aber. Erstmal wieder Luft holen, okay. Oh, hier ist auch noch mal so eine Tränke. Und hier gibt es irgendwo einen Wirbelchip. Das ist bestimmt der Aquariumchip. Hier sind auf jeden Fall Kaulquappen. Ach, du bist schon drunter. Wollte ich gerade sagen, man kann da irgendwie drunter reintauchen. Aber nur drunter tatsächlich. Aber da ist auch nichts, ja. Und was? Ich brauch Luft. Ich brauch Luft. Luft, 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 Luft. Hast du jetzt dein Seegras schon gefunden? Nein. Ja, ich sehe auch das Reihens. Yeah, ich habe eine Kaulquappe getötet. Ich bin so gut. Nein, knapp. Eigentlich bräuchten wir Ruderwanzen. Nichts zum Bauen, verfluchte Kacke. Ach, hier ist auch schon mal Science-Punkte. Cool. Ah ne, zum Analysieren. Nicht cool. Ah, du warst mir im Weg, Heinrich. Ach, zähl nicht. Was 5 Meter weit entfernt. Fuck. Though I have noticed some minor errors in transcription where a non-trivial number of particles are not being conserved. I have observed no ill side effects, but making a note to check that later. Mach so, ich muss es nichts mit E einsammeln. Nee, leider nicht. He was arrogant as always, dismissing my breakthroughs in covalent spacing reduction. Und was ist jetzt Seegras? What a ridiculous lack of vision. World hunger. Vielleicht brauchen wir auch erst diesen Dolch oder irgendein Werkzeug, um unter Wasser was abzubauen. Das kann natürlich sein. Weil ich kann meine Axt hier unten nicht bewegen oder schwimmen. Ja, ich auch nicht.
Vater irgendein Dolch, meintest du? Ja, ich hatte vorhin irgendwas Dolchmäßiges gesehen. Was sind das für Viecher? Der kommt ja auf mich zugeschwommen. Ruderwanze. Ja, die brauchen wir töten. Täuschköder. Eine Ruderflosse. Kieseldolch. Ja, Kieseldolch. Praktisches Werkzeug zum Ernten von Wasserpflanzen. Grobes Seil und Kiesel bräuchten wir noch. Da könnten wir den direkt bauen. Ey, wo schwimmst du hin, du Wichser? Zum Baby da drunter? Bleib stehen, du. Ich hab einen Bogen. Der nicht unter funktioniert unter Wasser. Scheiße. So, also ich brauche Kiesel und... Ach du. Kiesel und Pflanzenfasern. Dann kann ich einen Dolch, Kieseldolch machen, oder wie der heißt. Und dann kann ich Wassergras ernten. Habe ich was dabei? Natürlich nicht. Ich glaube, die Ruderwanze ist in der Enge gedrängt. Ja, eine, die ich hatte, war auf jeden Fall runtergetaucht. Ah, eine ist hier voll in die Ecke gedrängt. Ich schwimme jetzt erstmal nochmal zur anderen Seite. Ich hole mir da jetzt... Ich will so einen Dolch haben. Haha! Ich habe eine Ruderpflanze getötet. Pflanze getötet. Ja, haben wir doch schon alle. Und einen Wasserfloh habe ich getötet. Ja, Mathilde, die Zerstörerin. Ich brauche Kiesel. Mist, unter mir blubbert's. Unter mir blubbert's. Ich hoffe, das ist kein dicker Fetterfisch. Ach, das ist das, was ich meinte, so eine Kugel. Ah! Da gibt's bestimmt Sauerstoff. Ah, hier gibt es schon mal Pflanzenfaser. Da brauche ich nur Kiesel. So. Ist das schon wieder dunkel oder was? Mhm. Scheiß Garten. Oh, ich brauch Kiesel. Ja, das brauche ich auch. Pflanzenfaser habe ich. Wie viel Pflanzenfaser braucht er mal? Genug. Ich habe nicht genau geguckt. Ich hab's jetzt nicht im Kopf. Hätte so zwei grobe Seile. Oh, also sechs. Und zwei Kiesel. Das heißt, mir fehlt ein Kiesel. Ein Kiesel fehlt mir. Und ich bin genau da, wo es keine Kiesel gibt. Ah, da ist ein Kiesel. Oh ne, das ist Nektar. Ist ja auch nicht verkehrt. Nö, das sammle ich auch ein. Ach, Mist, jetzt habe ich den Blattlaus angesammelt. Jetzt habe ich keinen Platz mehr. Ist ja alles... Dreck und kein Kiesel. Ah, da ist Kiesel. Muss ich kloppen. Oh, hier ist irgendwo ein Verbal Chip. Nein, ich habe mein Klöpper-Ding zu Hause gelassen. Ja, wegen Platz sparen und so. Scheiß Idee. Kriege ich den mit der Axt? Oh, ich hätte sogar ein Klöpper-Ding mit. Oh, hilft mir aber nicht. Nee, dir nicht. Aber mir, wenn ich irgendwas Kieseliges finden sollte. Ich hätte noch was gefunden. Oh, ich muss mal was essen und was trinken. Jo. Ist Survival, ne? Jetzt muss ich hier meinen Zeug langsam auffüllen. Ein Kiesel. Zwei Kiesel. Das ist aber schön. Drei Kiesel. Oh, ja, ja, jetzt übertreibst du aber langsam. Vier. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Fünf. Wie brauche ich? Zwei. Ach. Ich bin in der falschen Ecke. Hier gibt's keine Kiesel. So. Jetzt schnell wieder zurück zum Wasser, bevor die scheiß Sonne untergeht. Ja, wir haben nämlich noch keine Unterwasserlaternen. Nee, noch keine Laterne.
leuchtet in der Ferne. Geh aus, mein Licht. Aber nur meine liebe Laterne, nicht als ein Kiesel. Warum habe ich damit angefangen? Hallo, Katze. Boah, danke, Katze. Das war echt laut. Was macht die Katze? Es hat gerade mehrfach geklackt. Ja, sie ist mit ihrem Schwanz am Mikro vorbeigeschlünscht. Ja, das hat man gehört. Wir haben Zuschauer. So, jetzt will ich hier Gras haben. Nein, das ist irgendwie... Oh, hier ist auch noch Dings, ihre Rosenwachs können wir auch brauchen. Oh, jetzt habe ich keinen Platz mehr für Seegras, sowas Dummes. Ich weiß immer noch nicht, wie das scheiß Seegras aussehen soll. Weißt du vom Bild her, wie das aussehen soll? Nein. Okay. Also, Pflanzen suchen und kloppen. Hier, bist du Seegras. Ah, das könnte Seegras sein. Oh nee, nicht das Seegras. Das sieht doch aus wie Seegras. Es ist grün, es ist Gras, es ist ein Büschel Kacke hier, Mensch. Was ist Seegras? Oh, ich muss tauchen, auftauchen, verdammt. Los, Heinrich, tauche! Oh, da ist noch ein Science-Punkt. Bist du Seegras? Nein. Wir haben voll Science-Punkte übersehen. Also du vorhin... Okay. Einmal und ich auch einmal. Ah, nee, du zweimal, ich einmal. Weil in diesem Forschungslabor bin ich erst dran vorbeigelaufen. Da war auch Seegras. Seegras. Science-Punkte, verdammt. Ach, ich sehe heute nur Seegras. Alles Seegras hier. Wie kommt man da jetzt hin? Tauchen? Nee, hier Blöde oben. Ist der Hier. Da muss man hier so wahrscheinlich... Oh. Das könnte sehr krass sein. Ey, du, wie... Ey, springe ich jetzt nicht mehr so richtig groß oder hoch? Das ist auch kein Seegras. Ich erschieß dich gleich. Ah, geht doch. Und eine Münze ist hier. Münze? Ja. Von 1988. Ich kann es nicht lesen. Liberty. Bestimmt keine deutsche Münze. Wahrscheinlich eine eher amerikanische. Ja. In God we trust. Yep, das ist Ami. Das sind die Amerikaner. Schön. Die vertrauen auf Gott. Das schreibt man statt einen Silberwert oder einen Goldwert hin. Zack. Idioten, ey. So, hast du schon was gefunden, ne? Nein. Ich frag ja nur, weil ich immer noch nicht weiß, wie das aussieht und so. Ich leider auch nicht. Ich habe schon viel geschlagen, aber ich traue mich nicht tiefer zu tauchen. Ja, das ist das Problem. Um tiefer tauchen zu können, bräuchte man die Flossen. Und um die Flossen zu machen, bräuchte man... Bist du ein Seegras? Trinken kann ich dich auch nicht. Darüber ist Sauerstoff. Jetzt wird es doch langsam ein bisschen zu dunkel. Weil man unter Wasser doch noch erstaunlich gut sieht momentan. Ja, das finde ich auch. Das stört mich jetzt wenig. Weil ich jetzt wissen will, was Seegras ist. Hast du? Nee. Ich dachte, ich kann diese Luftblasen... Luftblasen, die hochkommen. Ich dachte, die kann man... einsammeln. Ja, hatte ich auch erst gedacht, aber nein.
Susikas. Nee, kräftiges Unkraut. Ich habe mich schon gefreut. Aber nein, es ist nur kräftiges Unkraut. Oh Gott! Oh Gott! Was? Koi! Ach, Koi, sag mir Bescheid, wenn ein Hai kommt. Ich bin in das Nachtlager des Kois gestolpert. Geil. Bewegt er sich nachts nicht, oder? Die Spinnen schlafen ja auch. Wieso soll der Koi nicht schlafen? Wobei ich mich noch frage, kann man den Koi töten? Stimmt. Ey, den Vogel weiß ich auch nicht, ob man den töten kann. Der ist ja nie wieder aufgetaucht, als wir da zur Tränke hochkamen. Ich hab da jetzt auch nicht einen Tag gewartet, aber... Ich schaue hier mal gerade bei den Rohstoffen, was dazu Seegrasfaser steht. Ah, das ist eine sehr gute Idee. Ein langer Streifen wasserabweisendes Seegras, sehr praktisch, damit einem Wasser nicht die ganze Ausrüstung davon schwimmt. Okay, ist ein breites. Ist irgendwie breit. Das muss man doch finden, verdammte Scheiße. Trau mich jetzt hier gar nicht ins Wasser. Hier ist Mr. Koi. Da, wo du bist in der Ecke, ist Mr. Koi, da hast du recht. Ja, ich weiß. Ich wollte gerade sagen, hast du Seegras? Ich hab Seegras gefunden! Ich hab Klee. Ich will mal sehen, wie das aussieht. Lauf nicht weg, ich komme. Oh Gott, ich muss auftauchen, ich muss auftauchen, ich muss auftauchen. Oh, man kann schwimmende Markierungen machen. Cool. So, wo hast du das gefunden? Hier unter mir. Dieses hier ist es. Ah. Weil das war auch das einzige hier. Oh, ich muss hier hoch. Aber ich meinte, ich habe jetzt schon mal ein bisschen was. Ja, kannst du es ja schon mal analysieren gehen. Ja, ich habe vor allem schon 9. BB. Brav bleiben. Oh, Scheiße. So, dann gehe ich mal das Seegras. So, dann. Oh, man stirbt sofort? Ja, das ist auch eine der Neuerungen. Das ist ja eine. Du bist jetzt im Wasser gestorben. Ja, ich war fast oben. Mhm. Das ist ja eine coole Erneuerung. Finde ich geil. Sofort tot. Ah, cool. Ich hoffe nur, mein Rucksack ist jetzt nicht im Wasser gefallen, also... Wahrscheinlich ist er das. Ach mal, jetzt nicht so schwarz. Es ist, meine Leiche und mein Rucksack waren gerade oberhalb des Wassers. Na, kann auch sein, dass das schwimmt. Das kann natürlich sein. Wehe, ich gehe jetzt erstmal so analysieren. Dann gehe ich erstmal essen. Und
mal was zu essen hier und zu trinken. Ja, Getränke muss ich mich. Also ich gehe analysieren und dann gehe ich erstmal nach Hause und mache Schwanzflossen. Also hast du schon genug für uns beide, oder? Also zumindest einmal Schwanzflossen müsste ich machen. Ich weiß nicht, ob ich genügend Ruderwanzen-Dings habe. Aber für einmal reicht's auf jeden Fall. Ja. Wie immer. Du kannst ja die ersten Schwanzflossen haben, wenn du willst, kleine Pupsi. Ja. Dann geh Ruderwanzen töten und dann kriegst du mehr. Ich muss erstmal meinen Rucksack holen. Oh, Schlafgutspinne. Kiemenrohr, das klingt doch gut. Dass man länger tauchen kann, ne? Stimmt. Oh, Katze. Muss mal kurz checken, ob meine Katze jetzt hier die Aufnahme beendet hat bei mir. Nein, die Aufnahme läuft noch. Okay, die Spinne schläft nicht. Ja, ich gucke erstmal zu Hause, weil ich habe noch ein bisschen Fleisch mit und ich möchte natürlich nicht, dass das Fleisch schlecht wird. Deswegen beeile ich mich gerade mal nach Hause zu gehen, um da zu hängen. Fuck you! Eigentlich sei brav. Nee, wird nichts. Hab zu tun. Oh, ey. Catch my breath. Hallo, Ameise. Dieser Klee. Don't even need to boil it. Ich kann nerven. Ich kann nerven. Und mich nerven gerade Wurzeln, better than starving, die mir im Weg sind. Oh, Laterne muss ich mir auch wieder neue machen. Oh, Spinnennetz. Ich glaube, ich laufe gerade voll unklug durch die Gegend. Und irgendwie auch in die falsche Richtung. Da ist doch der Weg nach Hause. Mann. Mathilde, pass doch mal auf. Oh, hier ist doch ein Labor. Schau einer an. Und den hier schon drin? Offensichtlich. Ach, ey, ich hab echt ein Spinnenglück heute hier im Dunkeln. Fick dich, du Spinnenmistgeburt. Oh, hier wird's ja niedriger, Mist. Geh mir nicht auf die 12, ey. Ach, Mist. Juhu, ich sehe schon unser Zuhause. Zu Hause, zu Hause. Ja, die Mathilde, die ist jetzt zu Hause. La 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 la. Schnell was trinken. So, und dann hänge ich hier erstmal ein bisschen was auf. Ach, Wasserflohfleisch kann man anscheinend da nicht drauf hängen. Okay. Okay.
Okay, kann man nicht trocknen? Das müssen wir anscheinend braten. Aber dann mache ich das mal gleich, ne? Weil dann kann man sich ja gar nicht aufheben. Ist ja doof. Das kann man auch nicht braten. Und Scheiß. Kann ich dich boxen? Das kann man anscheinend für irgendwas anderes verwenden. Okay, das ist aber okay. Und mein Rucksack schwimmt, also. Ach, da kann man einen Köder draus machen. Okay. That should keep me safe. Safer. So, ich wollte aber erstmal. Flossen machen. Oh nein! Ich brauche 4 Ruderwanzenflossen. Ich habe nur 2. Aber Kiemenrohr kann ich herstellen. Zwar besser atmen können, das ist ja schon mal etwas. Da brauche ich nur Spinnenseide. Also, fertige. Let there be light! Choke it down, Pete. It's worse than Dad's Brussels sprouts. So, dann hat jetzt jeder von uns schon mal ein Kiemenrohr. Ja, das ist schon mal gut. Ja, finde ich auch. Seegras brauchen wir jetzt gerade nicht, ja? Nimm ruhig mit. Weil wir können damit noch Unterwasserfackeln machen. Ja, gut. Dann suche ich mal weiter. Wo ich gehe jetzt erstmal wieder hoch. Schleimpilzstängel. Werden die auch noch mal zu was gut. Eine Schleimlaterne habe ich dir auch gemacht. Oh, schon wieder zu knapp. Boah, das war aber kurz, das war richtig knapp. Scheiß Seegras. Okay, 5 Spinnenseide haben wir noch, aber ich kann hier noch ein bisschen was zum Dings. Ich kann hier noch ein bisschen. Ach, was das natürlich sein kann, dass diese Viecher, die wir noch brauchen, diese Flossenwichser, dass die vielleicht nachts schlafen, ne? Das kann auch sein. Wir haben tatsächlich noch genau 9 Spinnenseide fertig. Jo, brauchen trotzdem noch mehr. Ja, da müssen wir dann halt mal wieder Spinnen töten. Ja, hier können wir diese Oberspinne mal wieder, die Spinne auf Speed töten. Könnte man ja. Noch ein paar andere, machen wir also mal Spinnenjagd nächste Folge. Und Ruderflossenjagd. Ja, das dauert ja. Ja, aber das brauchen wir. So, ich versuche gerade mich ein bisschen zu entladen. Ach, da sind Seile. Was mache ich jetzt mit dem Wasserflohfleisch? Wo packe ich das? In die Nahrungskiste, damit es vergammelt. Gut. So, ein bisschen was von dem Dörrfleisch hebe ich dann auch schon mal ab. Oh, eine fliegende Kaulquappe. Es ist ja auch alles so dunkel, da kann man nicht tief tauchen. Aber du hast ja was zum Tauchen. Ich habe ja uns schon Lampen gemacht.
Na, mit der Helligkeit geht's, aber ich komme nicht so tief. Ich traue mich jetzt nicht mehr so tief zu tauchen, weil ich sonst verrecke. Ja, man könnte natürlich jetzt auch argumentieren, dass man hierher... Ach nee, wir haben ja keine Flossen. Aber ich habe ja hier das Atemrohr. Ja. Kann ich dir... Ich kann es auch mitnehmen und dir bringen. Ja, ist doch nett. Dann bringen wir mit. Dann nehme ich dir auch deine Laterne mit. Ja, Laterne. Keine Frage, ich sehe nicht los. Danke. So, dann komme ich wieder zu dir, würde ich sagen. Ich liebe es knapp. Trink noch mal schnell was, futtere noch eine Kleinigkeit, nehme mir noch was zu knabbern mit. Okay, ich glaube, diese Viecher kommen abends raus. Oh, ne? Gott, mal. Ah, da habe ich euch... Da! Mach mir nochmal eine normale Fackel. Meine ist fast im Popo. Hey, du Flossenwichser, bleib mal stehen. Scheiß drauf, ich krieg das auch ohnehin, sondern geht eh gleich auf. Bruder, Arschloch, Wanze. Ey! Bleibst du, Alter, kommst du wieder hier zurück? Da gibt er mit Speed und haut ab. Los, 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 los. Auf Shift kannst du schneller schwimmen. Ja, ich tue es ja schon, aber der hat schon so viel Speed drauf. Ja, die scheiß Ruderwanzen sind schnell. Ich brauche da noch einmal zuhauen. Kann ich ihm vielleicht den Weg abschneiden? Nee, kann ich nicht klettern. Oh, das ist ein Drecksau. Haha. Hast du ihn? Ja. Sehr gut. In die Ecke getrieben und er hat mich gleich zu seinem Kumpel gebracht. Sehr gut. Der schon in der Ecke getrieben wurde. Ja. Perfekt. Hey, du haust mir nicht ab, du Arschloch. Ach, da ist noch einer. Wow. Der hat mich nach Hause gebracht und ich habe seine ganze Familie umgebracht. Man kriegt nur eine Ruderwanze pro Kill. Ja, das ist echt sehr ätzend. Oh, also das Atemrohr bringt echt eine ganze Menge. Das ist echt ganz cool. Wie viele Sekunden hast du jetzt? Ich habe jetzt noch 60 Sekunden. Warte, ich tauch mal auf. Also du hast ja so ohne hast du 40. 80 Sekunden. Also doppelt, also verdoppelt sich. Ist doch schon mal gut. Bin auch fast bei dir. Ja, aber dann gehe ich hier auf so eine Seerose oder hier in diesen komischen Wassergetrog-Ding. Nicht, dass es hier irgendwie ins Wasser fällt oder so ein Scheiß. Ja, das wäre ärgerlich. Ob mich dann der Keukenkarpfen nicht angreift, wenn ich das nehme? Ich glaube, der sieht dich einfach als Snack. Worse than my mom's Brussels sprouts. Hinter dir. Hallo. Bitteschön. Nein, ich bin voll. Ach, hier. Rohes Kaulquappenfleisch, braucht keine Sau. Weg. So, ihr Ruderwanzen. Es hat sich ausgerudert. Wo seid ihr? Ach so, das ist keine Ausrüstung, das ist halt so... Okay. Verbrauchsgegenstand, gut zu wissen. Da ist einer.
Ja, du musst ihn verfolgen, dass er dich zu seiner Familie bringt und dann kannst du sie alle abschlachten. Ich habe gerade gesehen, wenn man die getötet hat, ja, kriegt man kurz Luft. Ah. Ich habe nämlich noch eine gesehen. Achso, ich muss ihn ja natürlich auch ausrüsten, die Scheiße. Ja, wäre gut, ne? Bist du der, den ich gerade gesehen habe? Nein. Hallo? Da. Ich wollte sie mal zu Hause besuchen. Und schauen, ob sie sich an die Quarantäne halten. Genau, wie ich sehe, tun sie es nicht. Bleibst du mal hier oben? Oh oh. Ich höre Kampfmusik. Ha! Ich habe eine Ruderwanze getötet. Ich bin so gut. Ach, das war deine Kampfmusik wahrscheinlich, oder? Keine Ach Ahnung. Nee, hier so ein. Was ist das nochmal? So ein Floh? Was ist das denn? Ah, eine Wasserspinne. Igitt, geh weg. Wasserspinne, Igitt, geh weg. Aua! Aua, Wasserspinne, Hilfe! Wasserspinne greift. Na, bist du noch ein Komma? Hier sind gleich zwei! Leute, haltet euren Teich sauber! Gleich zwei haben dich verfolgt. Es müsste irgendwie so einen besseren Speer geben oder so, ne? Weil nur der Speer ist irgendwie so lame unter Wasser. Weiß nicht, wie gut er durch ist. Oh, hier ist noch mehr Geld. Cool. Ob ich noch was kaufen kann? Ein Quarter Dollar, ja. United States of... Oh, diese Flöhe, ne? Was ist da? Ist dieser... Gehen mir einen auf den Sack, ey. Komm her, willst du auf die Fresse? Komm her, wo bist du, Flo? Yeah. Oh. Du wirst auch verfolgt von ganz vielen Unterwasserflöhen. Die sind gerade echt aggro. Will doch nur ein paar Ruderwanzen töten. Da. Ja. Oh, voll hier Ruderwanzenparadies. Ah, hier scheuchst du schon auf. Ich verfolge ein. Ja, aufs ich auch, aber die zu geben. Zu schnell. Ah. Du. Das ist ein Karpfen. Man muss die echt in die Ecke drängen, die Schweine. Da muss doch gleich eine Wurzel sein und dir den Weg versperren. Ah! Oh nee, jetzt komme ich dem Koi zu nah. Das ist mir gruselig. Oh, einmal noch. Yeah! Sehr gut. Puh, sechs habe ich. Sehr gut. Ich habe auch schon wieder zwei. Ich glaube, das reicht dann tatsächlich für zwei Paar Flossen. Brauchen vier Stück pro Flossenpaar. Puh, hab einen. Und dann schwimmen wir runter zu den Spinnen, ja? Dann suchen wir das Wasserlabor. Aber lass uns spinnen. Weil da kann man sich nicht einfach so verstecken, weißt du? Mhm. Und mal aus der Entfernung mal eine Spinne zerschießen. Ja, ja. Oh. Also, ich habe auch gerade noch eine Ruderwanze erledigt. Ja, dann würde ich sagen, jetzt ab nach Hause. Ja, würde ich auch sagen. Oh, warte, hier, die nehme ich noch. Die ist hier gerade auf mich zugeschwommen, das,
kann ich nicht so schreit nach Tod. Ja. 5 Stück habe ich. Uhu. Oh, ein Wassertropfen, der in den Himmel geht. Cool. Aber Early Access. Ist halt ein Wunder. So. Feeling a little safer now. Warte, Heinrich. Puh, ja, ich dachte mir, auf den Stein ist irgendwie besser. Ja, ist auf jeden Fall schneller. Ja, dann. Ich würde dann sagen, machen wir einen Break und dann... Ja. Gucken wir, ob wir nächste Folge das Unterwasserlabor finden. Ne? Dann haben wir hoffentlich beide unsere Flossen und was zum Atmen. Und dann kann die Wassererkundung voll durchstarten. Ja, ja, mal gucken. Mal gucken? Ja, ich hätte es unter Wasser noch irgendwie... Ich weiß nicht, wie geil der Dolch ist unter Wasser. Das weiß ich auch nicht. Aber ich habe schon geguckt, ich kenne zumindest noch keinen besseren Speer. Ja, so also eine Harpune oder irgendwie sowas in die Richtung, ja. Ja, das vielleicht cool. Gibt es noch anderes Material, das wir dann dafür nutzen können. Aber zumindest bis jetzt können wir noch keinen besseren Speer machen. Schade, ich mag die Speere. Ich weiß. Na gut, wir überlegen das uns nochmal. Und dann... Ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und, weiß gar nicht, was ich noch sagen wollte. Das weiß ich auch nicht. Haut rein. Genau. Macht's gut. Tschüss.